Moin und Wattmanns Heil vom Team Vince. Ja, diesmal berichten wir aus den Karpaten und zwar aus dem polnischen Teil der Karpaten. Wir haben euch mitgenommen auf eine Reise zur Rotwildbrunft. Wir haben nämlich jetzt Ende September und man hört es von hier drinnen leider nicht, aber sobald man die Betty, das ist unser Auto, verlässt, hört man deutlich die Hirsche röhren. Und jedes Mal kriegt man eigentlich Gänsehaut, wenn man ja weiß, was da draußen gerade passiert und wenn der ganze Wald bebt, voll lauter Stimmen und Tieräußerungen. Wir werden gleich Verbindung aufnehmen mit dem zuständigen Förster hier, mit unserem lieben Bogdan, den wir bereits von der letzten Karpatenreise kennen, und werden dann mal schauen, ob die Brunftplätze wirklich so gut besucht sind, wie ich es mir erhoffe. Und wir werden versuchen, einen, ja nicht mordskapitalen Hirschen, aber schon einen reifen Hirschen erlegen zu können in den kommenden Tagen. Kommt einfach mit und folgt uns auf der Reise.
Wie man erkennen kann, sind wir zurück im hohen Norden Deutschlands und wir haben auch unseren Hirsch mitgebracht, den man ja jetzt eigentlich das erste Mal live sieht, weil es war leider nicht möglich, den Hirsch vor der Erlegung zu filmen. Ist auch mal eine interessante Frage, muss man tatsächlich die Erlegung filmen? Will man das wirklich dem Zuschauer zeigen oder lässt man es lieber? Würde ich mich auch über Kommentare mal freuen. Hier sieht man also, wir haben einen Hirsch vom achten Kopf in etwa geschossen. Es handelt sich um einen Zwölfender, der sogar in den Medaillenrang gekommen ist. Aber es handelt sich um eine schöne Erinnerung für uns. Wir haben den Hirsch also nicht geschossen, ja, weil er eine Trophäe bringt, sondern er war ganz normal im Abschussplan vorgesehen und mit dem achten Kopf war er für diese Gegend auch ein eher durchschnittlicher Hirsch mit knapp 6 Kilogramm Geweihgewicht. Die Trophäe, wie gesagt, ist für uns nur eine Erinnerung und nicht Zweck der Jagd. Wichtig war für uns, als wir wieder nach Hause gefahren sind, beziehungsweise bevor wir nach Hause gefahren sind, haben wir uns erstmal gründlich darum gekümmert, das Fahrzeug zu desinfizieren. Nicht, weil wir so schmutzig unterwegs waren, sondern weil natürlich auch Grenzgebiete zur Ukraine, Teile Polens mittlerweile ASP-Gebiet sind. Dort, wo wir gejagt haben, war keine Schweinepest, aber es geht einfach darum, um wirklich alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Das heißt, wir haben die Reifen desinfiziert, wir haben unsere Schuhe desinfiziert, wir haben alles, was wir an Ausrüstung dort genutzt haben, wirklich mit Desinfektionsspray behandelt, um hier möglichst kein Risiko einzugehen. Natürlich haben wir auch keine Fleisch- oder Wurstwaren aus diesen Bereichen mitgenommen, obwohl ganz klar, es handelte sich nicht um ein bereits infiziertes Gebiet, dann wären wir erst gar nicht hingefahren. Wir wünschen viel Weibmannsheil. Vielleicht noch bei der Hirschjagd in diesem Jahr, ansonsten für die kommende Drückjagdsaison.